Ich bin Benedikt Leitner, Pauker im Orchester der Deutschen Oper Berlin. Ich möchte Sie zu einem ganz besonderen Sinfoniekonzert einladen. Am 9. Oktober erinnern wir an drei Dirigenten, die von den Nationalsozialisten 1933 aus diesem Haus hier vertrieben worden sind. Ich habe recherchiert, wohin sie geflohen sind und was aus ihnen geworden ist. Wir spielen zu diesem Anlass Werke von Schreker, Schönberg und Schostakowitsch. Warum? Weil unsere drei Dirigenten mit genau diesen Komponisten in sehr enger Verbindung standen. Beim Kauf einer Karte bitten wir Sie um Unterstützung für das geplante Exilmuseum am Anhalter Bahnhof. Das Orchester und ich freuen uns auf Ihr Kommen.